Mediamarkt verzichtet auf 2G, wo Ungeimpfte weiterhin nicht einkaufen können. Überraschend hat Mediamarkt für die Münchner Filiale im Euro-Industriegebiet die 2G-Regel ausgesetzt. Über die Hintergründe äußerte sich die Pressestelle nicht. Anfragen blieben unbeantwortet. Ab sofort können Sie in unserem Markt ohne Vorlage eines Impfausweises oder negativen Corona-Tests einkaufen, hieß es in einer E-Mail, die am Montagabend an Clubmitglieder des Unternehmens verschickt wurde. Das Unternehmen schrieb weiter: Um Ihnen ein komfortables und sicheres Einkaufserlebnis zu gewährleisten, passen wir unser Hygienekonzept fortlaufend den aktuellen Gegebenheiten an. Beim Kundenservice bestätigte man gegenüber Focus Online am Dienstag: Ja, Kunden brauchen in dieser Münchner Filiale keinen Nachweis. Kein Einzelfall. Obwohl Mitarbeiter von einer vorliegenden Sondergenehmigung sprechen, heißt es auf Anfrage beim zuständigen Kreisverwaltungsreferat: Das Kreisverwaltungsreferat hat im Rahmen seiner regelmäßigen Kontrollen vor Ort festgestellt, dass in mehreren Filialen von Mediamarkt und Saturn in München Kontrollen von 2G-Nachweisen nicht stattfinden. Die Filialen seien laut Infektionsschutzmaßnahmenverordnung dazu verpflichtet, so die Pressestelle. Das Kreisverwaltungsreferat steht mit den Verantwortlichen in Kontakt und wird bei Verstößen entsprechende Bußgeldverfahren einleiten. Einzelhändler pfeifen auf 2G und das Regelchaos scheint perfekt. In den vergangenen Wochen hatten etliche Richter unterschiedliche Urteile gefällt und damit 2G obsolet gemacht. Using COVID to harness the power of revolution to change the economy. Characterized by a fusion of technologies that is blurring the lines between the physical, digital and biological spheres. In its most pessimistic, dehumanized form, the fourth industrial revolution may indeed have the potential to robotize humanity and thus to deprive us of our heart and soul.